Spät. Spät ist ein Adjektiv und bezeichnet das Ende eines Zeitabschnittes. Man spricht zum Beispiel vom späten Mittelalter. Spät kann auch heißen, dass die Zeit schon sehr weit fortgeschritten ist. So spricht man zum Beispiel vom späten Vormittag. Spät heißt auch, dass man etwas nicht zur rechten Zeit gemacht hat. Also man steht spät auf oder man geht spät zu Bett. Besser spät als nie. Wenn es dir nicht gelingt, etwas rechtzeitig zu machen, dann mach es eben etwas später. Man sagt zwar so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ist jetzt kein sehr schönes Beispiel, insbesondere kein veganes Beispiel. Aber wenn man es früh eben nicht hinbekommt, dann sollte man nicht der Alles-oder-Nichts-Philosophie zum Opfer fallen, sondern wenn man es eben nicht sofort hingekriegt hat, dann macht man es eben etwas später. In diesem Sinne, man kann auch mal spät dran sein, aber immerhin ist man noch gekommen. Der Unterschied zwischen pünktlich und zu spät ist eine Minute. Manche Menschen kommen immer 1, 2 oder 5 Minuten zu spät und denken, es macht nicht so viel. Aber tatsächlich gilt, der Unterschied zwischen pünktlich und zu spät ist, kann eine Minute betragen. Wenn etwas um 10 Uhr ist und du kommst um 10:01, dann bist du zu spät. Es ist eine gute Gewohnheit zu sagen, ich komme immer rechtzeitig und lieber zu früh als zu spät.